Es gibt ein Werkzeug, das darf in keiner guten Werkstatt fehlen. Und das ist der Winkelschleifer mit einer richtig guten Trennscheibe. Und das bringt uns natürlich schnell zu der Frage, was ist eigentlich eine gute Trennscheibe? Ich kann euch versprechen, das ist eine brandgefährliche Trennscheibe. Die ist mir gerade um die Ohren geflogen, hat mir noch den Finger ruiniert. Ich habe euch gefragt, was ist eurer Meinung nach die beste Trennscheibe? Und da habe ich so viele verschiedene Meinungen bekommen. Da habe ich gedacht, ich probiere es einfach aus. Ich habe mir ohne Ende Trennscheiben besorgt und die werden wir heute gegeneinander testen. Wir gucken wirklich, was ist empfehlenswert, was ist völlig überteuert und was ist natürlich billiger Schrott. Und ich habe wirklich beim Amazon-Bestseller angefangen und bin bis zum absoluten Premium-Modell hochgegangen und es ist wirklich Wahnsinn, wie groß die Unterschiede sind. Es ist wirklich auch bei den teuren Scheiben Wahnsinn, dass es da solche massiven Unterschiede gibt. Und ich sage mal, viele Leute, die sagen, das ist mein Favorit, die werden am Ende des Videos sagen, ich werde diese Scheibe nie mehr benutzen. Bei der Auswahl der Trennscheiben habe ich mich auf meine Erfahrungen verlassen, habe mich auf eure Kommentare verlassen, was ihr mir so empfohlen habt und auf der anderen Seite habe ich natürlich geguckt, dass wir hier wirklich eine große Bandbreite haben. Als erstes habe ich natürlich den Amazon Bestseller gekauft. Der hat weit über 1000 positive Bewertungen. Da habe ich gedacht, die Trennscheibe Maryland kann ja wirklich nicht, ist wirklich ein genialer Name, kann wirklich nicht schlecht sein. 50 Trennscheiben kosten gerade mal 23,90 Euro. Das heißt, eine Trennscheibe kostet 48 Cent. Es gibt definitiv noch günstigere Trennscheiben. Ich habe noch ein paar Modelle im Schrank, aber die kannst du wirklich wegschmeißen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Das ist schon eine sehr günstige Trennscheibe und ich bin gespannt, was die Trennscheibe so zu bieten hat. Viele hatten mir auch empfohlen, nimm die X-Lock von Bosch. Die ist wirklich bezahlbar und ist auch sehr gut. Ich habe die Trennscheibe gekauft für 6,44 Euro. Das ist gerade mal 64 Cent pro Trennscheibe. Ich habe selber keinen X-Lock-Winkelschleifer. Das heißt, man kann die aber auch ganz normal mit einem normalen Winkelschleifer verwenden. Eine sehr günstige Trennscheibe. Hätte ich nicht gedacht, dass man eine Bosch-Trennscheibe für den Preis bekommt. Tyrolit ist ein Hersteller, der ist eher unbekannt. Trotzdem schwören viele von euch auf den Hersteller. Darum habe ich mir die Trennscheiben natürlich auch besorgt. Hier kosten 25 Stück 27,68 Euro und das bedeutet 1,11 Euro pro Trennscheibe. Es sind alles Millimeter Trennscheiben, die ich hier habe, weil es gibt von den verschiedensten Herstellern 1,2, 1,3, 1,6. Das lässt sich dann sehr schwer miteinander vergleichen. Darum habe ich mich dazu entschieden, wirklich nur 1 Millimeter Trennscheiben auszuprobieren. Die erste große Überraschung kam, wo ich mir die Parkside Trennscheibe bestellt habe. Haben auch viele gesagt, die ist wirklich alles andere als schlecht. 6 Trennscheiben kosten zum normalen, regulären Preis 6,99 Euro. Das heißt, eine Trennscheibe 1,17 Euro. Und das finde ich natürlich ganz schön happig für eine Trennscheibe vom Discounter, von Parkside. Hätte ich mir günstiger vorgestellt. Man muss aber fairerweise sagen, die gibt es wirklich 4-5 Mal im Jahr für 3,99 Euro. Dafür bekommt man eine schöne Box. Aber ich bin mal gespannt, wie sich so eine Parkside-Trennscheibe wirklich schlägt. Karl Klingspor hat vor über 70 Jahren die Trennscheibe erfunden und darum darf natürlich ein Modell von Klingspor auch nicht fehlen. Ich habe hier die Z960, wirklich ein absolutes Premium-Modell. Die Trennscheibe kostet 1,50 Euro pro Scheibe. Viele von euch schwören wirklich auf die Trennscheiben von Pferd. Das ist eine Stilox SG. Die Scheibe kostet schlanke 2,25 Euro. Also wir gehen hier jetzt schon so ein bisschen in den Premium-Bereich rein. Und viele von euch sagen wirklich, das ist mit Abstand die beste Trennscheibe, die es gibt. Ein Hersteller, der mir bis vor ein paar Jahren eher unbekannt war, ist die Firma Norton. Und das ist die Quantum 3 und das ist das absolute Premium-Modell von Norton. Premium hat natürlich auch immer einen Premium-Preis. Den günstigsten Preis, den ich gefunden habe, ist 75 Euro für so eine ganze Box. Das heißt, eine Trennscheibe mit Keramikkorn kostet 3 Euro. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine Kubitron-Trennscheibe. Eine Kubitron-Trennscheibe hat den unverbindlichen Herstellerpreis von 5,89 Euro. Ich habe es geschafft, die beiden Modelle hier pro Stück für 4,99 Euro zu kaufen. Das heißt, 5 Euro kostet so eine Trennscheibe. Das ist natürlich schon so ein Preis, wo man sagt, von wegen, dann muss die aber wirklich verdammt gut sein, dass sich sowas rechnet. Viele von euch behaupten von wegen, mit einer Kubitron-Trennscheibe kann man 10-mal mehr schneiden als mit jeder anderen Trennscheibe. Und der Preis würde sich am Ende des Tages relativieren.
Jetzt wollen wir natürlich anfangen, richtig schönes Material zu schneiden. Aber bestimmt nicht sowas hier. Das können wir schon mit der Handsäge schneiden. Wir haben hier lauter Trennscheiben. Die sagen alle, wir können auch Inox schneiden. Das heißt, ich habe hier einen richtig fetten Chromnickelstahl, Flachstahl und ich habe hier diesen Winkel. Der Winkel hat 12 mm Materialstärke. Das Flachmaterial ist 50 mal 20 mm. Und das ist ein Winkelschleifer, der hat sage und schreibe 1800 Watt. Wer den kennt, das ist ein 3M-Winkelschleifer, das ist ein Klon oder beziehungsweise der wird private gelabelt, der wird bei Bosch hergestellt. Und das ist natürlich ein richtiges Kraftpaket und damit kann man vernünftig mit einer Trennscheibe arbeiten. 11.500 Umdrehungen, das passt auch wirklich zu den ganzen Trennscheiben und damit legen wir jetzt einfach los und schneiden einfach mal alles kurz und klein. Ich wollte das Ganze natürlich jetzt so vergleichbar wie möglich machen. Ich habe immer zweimal von dem Flachmaterial abgeschnitten, habe da hinterher die Zeit aus dem Video rausgenommen. Das ist das Genaueste, was man in irgendeiner Form machen kann. Das ist die Maryland Trennscheibe und hier kann man wirklich zwei Stücke problemlos mit abschneiden. Bei der Zeit, muss ich sagen, sind die Unterschiede gar nicht so gravierend. Ich habe jetzt nicht volles Programm damit gearbeitet, das heißt, ich habe so gearbeitet, wie ich auch normal arbeiten würde. Habe immer versucht, das möglichst vergleichbar zu halten. Und wenn man sieht hier die Maryland Trennscheibe, nach diesen beiden kleinen Schnitten ist die Trennscheibe schon deutlich kleiner geworden vom Durchmesser. Und wenn ich jetzt hier anfange, den Winkelstahl durchzuschneiden, dann macht die Trennscheibe das wirklich auch ordentlich. Das kann man schon mal so auf den ersten Blick sagen. Man sieht aber, dass die Trennscheibe das nicht komplett schafft. Das heißt, die drei Schnitte, da ist die Trennscheibe schon am Ende. Wir reden hier von Chromnickelstahl, wir reden hier von 1.4571. Das heißt, ich habe hier wirklich meine Heiligtümer aus dem Schrank rausgeholt, habe gesagt, von wegen für diesen Winkelschleifer, für diesen Trennscheibentest opfere ich das Ganze mal. Scheibe an sich arbeitet gut, Scheibe an sich zersetzt sich aber sehr stark. Das ist A, von den Kosten her sehr schlecht und was viele immer nicht sehen, das produziert natürlich auch ohne Ende Staub in der Werkstatt. Ich schaffe es nicht, mit dieser einen Trennscheibe diese drei Schnitte auszuführen. Jetzt war ich natürlich erstmal so ein bisschen baff, weil ich überlegt habe, vielleicht ist die Herausforderung zu groß, schaffen die anderen Trennscheiben das? Ich habe das Ganze jetzt nach Kosten sortiert und da ist die Nummer 2 tatsächlich schon die Bosch X-Lock-Scheibe. Und die macht schon einen deutlich besseren Eindruck. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Zeiten für den Schnitt sehe, die sind nur unwesentlich verändert. Aber ich kann hier vernünftig diese zwei Stücke mit abschneiden. Wenn wir uns dann danach die Trennscheibe angucken, von wegen, dann hat die wirklich nur unwesentlich am Durchmesser verloren. Also ist wirklich minimal. Und ich kann danach auch noch den Winkelstahl problemlos abschneiden. Das geht hier alles in einer ungefähr ähnlichen Zeit, aber von wegen, ich habe hinterher noch ein Riesenstück an Trennscheibe übrig. Und das ist Punkt 1, von wegen, dass ich da natürlich viel mehr mit arbeiten kann. Und Punkt 2, dass ich deutlich weniger Staub und deutlich weniger Abrieb von der Trennscheibe auch in der Luft in der Werkstatt habe. Was mich beim Ausprobieren ein bisschen verwundert hat, ist zum Beispiel die Tyrolit A60Q. Das ist eine Trennscheibe, die arbeitet auf jeden Fall zuverlässig, die arbeitet vernünftig. Mir haben viele Leute gesagt, das ist wirklich das Beste, was man für Geld kaufen kann. Und das kann ich in der Form irgendwo nicht nachvollziehen. Die Trennscheibe kostet 1,11 Euro. Man sieht hinterher am Ende des Tages den Durchmesser, der hat deutlich abgenommen. Das heißt, die Standzeit ist auf jeden Fall geringer als die von der Bosch-Trennscheibe, dass man hier weniger Staub in irgendeiner Form hat, kann ich auch nicht in der Form feststellen. Also ich sage mal, die Trennscheibe schwimmt im Mittelfeld, ist sicherlich okay für den Preis, ist aber definitiv nicht der absolute Überflieger. Und das ist oft so ein bisschen das Problem. Dann hat eine Trennscheibe, man probiert die aus, man ist damit beim Arbeiten ganz zufrieden und dann kommt man schnell zu der Überzeugung von wegen, was ich hier verwende, ist definitiv das Beste. Da zeige ich euch aber auch noch ein paar andere Beispiele, aber wir gucken uns erstmal noch ein weiteres Negativbeispiel an. Das ist die Parkside-Trennscheibe. Wir erinnern uns, 1,17 Euro pro Trennscheibe. Also wirklich keine ganz günstige Trennscheibe. Und ich habe die auch schon mal ausprobiert. Und da war ich eigentlich sehr zufrieden, weil ich aber auch keinen objektiven Vergleich habe. Erst wenn man jetzt hier einen vernünftigen Vergleich hat, dann sagt man, naja, so richtig toll ist die leider nicht. Das heißt, wenn man hier mit schneidet, allein wenn ich diese beiden Schnitte jetzt durchführe, sieht man schon, dass der Durchmesser wirklich massiv leidet.
Da war ich natürlich so ein bisschen enttäuscht für den Preis. Ich bin sonst oft ein relativ großer Parkside-Fan, weil es viele Werkzeuge gibt, die mittlerweile wirklich alles andere als schlecht sind und wirklich sehr bezahlbar sind. Die Trennscheiben, da bin ich definitiv kein Fan von. Man sieht allein nach diesen beiden ersten kleinen Schnitten oder so hat der Scheibendurchmesser schon deutlich abgenommen. Und wenn ich jetzt den Winkelstahl schneide, dann schaffe ich das wirklich auf der letzten Rille, dass ich hier im schräg gehaltenen Winkelschleifer hier irgendwo das Ganze noch abschneiden kann. Und das, wie gesagt, Scheibenpreis 1,17 Euro. Alles andere als günstig, da könnte man wirklich mehr für erwarten. Das ist jetzt eine Klingsport-Trennscheibe und wenn man dann damit arbeitet und vorher die anderen Modelle hatte, dann merkt man wirklich, das sind Welten. Das ist wirklich ein ganz großer Unterschied. Die Laufruhe ist mir noch nie in der Form so bewusst wahr geworden, dass wenn man aber wirklich die anderen Trennscheiben hat und jetzt mit der Trennscheibe arbeitet, das ist ein ganz anderes Gefühl, damit zu arbeiten. Es ist viel ruhiger von der Vibration her, von der Laufruhe her. Die schneidet wirklich viel besser. Man merkt das auch an den Zeiten. Die Zeiten sind auch leicht besser. Wir reden hier aber wirklich von der Schnittgeschwindigkeit vom Sekundenbereich. Das ist also nicht so wichtig. Aber wenn ich mir jetzt die Trennscheibe angucke, dann hat die wirklich kaum oder fast gar nicht an Durchmesser verloren. Man könnte fast sagen, hier ist so ein bisschen die Farbe abgegangen an der Seite, aber ansonsten ist die Trennscheibe gleich geblieben. Und hier kann ich jetzt auch problemlos den Winkelstahl noch mit abschneiden und der Durchmesser ist auch kaum irgendwo verändert. Die Trennscheibe ist wirklich ein Genuss. Also wenn man sehr günstige Trennscheibe in der Hand hatte, die wirklich eine minderwertige Qualität hat, sage ich einfach mal so, und danach mit so einer Trennscheibe arbeitet, ist es wirklich ein Genuss und es ist ein ganz anderes Arbeiten. Und wenn man die Standzeit sieht, dann relativiert sich auch der Preis. Das muss man gerade mal sagen. Ich bin jemand, der immer viel spart, aber wo ich nie spare, ist bei Schleifmitteln. Und das sieht man hier auch wieder wirklich. Wenn man guckt von wegen, habe das alles vernünftig geschnitten, habe hier mittlerweile schon viel Dreck. Trennscheibe ist ein bisschen kleiner geworden vom Durchmesser, aber wirklich nur minimal. Wenn ich mir da andere Modelle angucke, die es dann gar nicht geschafft haben und so klein geworden sind. Und hier kann ich das Ganze problemlos nochmal erledigen. Ähnliches Bild ist bei der Pferd-Trennscheibe. Wenn ich mit der Pferd-Trennscheibe, und das wird euch wirklich verblüffen, wenn ihr das jetzt seht, die Aufgaben durchführe, dann kann ich hier schneiden. Die Pferd-Trennscheibe, wie gesagt, eine Trennscheibe 2,25 Euro. Gibt es auch günstigere Varianten von Pferd, müsste man mal die verschiedensten Modelle ausprobieren, wie groß da der Unterschied wirklich ist. Das ist, wie gesagt, die Stilox, die Universal-Trennscheibe. Und die geht hier durch wie Butter, hat eine sehr gute Schnittgeschwindigkeit. Schneiden ist wirklich ähnlich wie bei der Klingsbohrscheibe, wirklich von der Vibration her was ganz anderes, von der Laufruhe und so. Eine richtig schöne Trennscheibe. Und wenn man sich das jetzt anguckt von wegen, hat man hier auch das Gefühl, die Trennscheibe hat noch gar nichts gemacht. Und das ist auch wirklich beeindruckend. Man sieht ja wirklich, die sieht ja aus wie neu. Ich habe diese zwei Trennschnitte, andere sind da schon fast am Ende. Die Trennscheibe sieht noch aus wie neu. Und ähnlich ist das jetzt, wenn ich den Winkelstahl abschneide. Da geht die Trennscheibe wirklich auch durch wie Butter. Ist also wirklich ein Genuss, mit solchen Werkzeugen zu arbeiten. Wenn ihr bisher immer nur sehr günstige Trennscheiben nehmt, ich habe auch noch günstigere in der Werkstatt gehabt, für 30 Cent von eBay, habe ich mir auch mal aus Spaß, aber die kann man wirklich nicht mal hier zeigen. Die pulverisieren sich, wenn man den ersten Schnitt macht. Also es ist wirklich Wahnsinn, wenn man dann mit sowas arbeitet, das ist wirklich ein Genuss. Das Ganze noch mit einem vernünftigen Winkelschleifer, innerhalb von Sekunden hat man da seine Aufgabe erledigt. Und wie gesagt, ich kann das Ganze ähnlich wie mit der Klingsbohrscheibe wirklich noch zwei, dreimal ausführen. Ist überhaupt kein Problem. Mit der Klingsbohrscheibe muss ich sagen, beide sehr gut, merke ich kaum einen Unterschied. Die Quantum 3 ist eine Scheibe, die habe ich vorher noch nie in der Hand gehabt. Die überzeugt wirklich auch durch ein sehr gutes Schnittergebnis. Und man muss jetzt das Ganze mal vergleichen. Bei den ersten Trennscheiben hatte ich wirklich auch, dass ich da so ein bisschen Anlauffarben generiert habe an dem Material. Habe ich hier in der Form gar nicht. Das heißt, die ist sowas von scharf, die Trennscheibe. Man geht hier durch wie Butter. Einen schönen, sauberen Funkenflug. Minimale Vibration beim Arbeiten. Also es ist mit Abstand die Scheibe mit der höchsten Laufruhe. Das kann man ganz klar sagen. Durchmesser sieht auch, als wenn man mit der Trennscheibe noch kaum gearbeitet hat. Ja? Das heißt, ein ganz bisschen an der Seite diese Beschichtung mal ein bisschen verfärbt. Aber das war es auch im Prinzip. Ich kann ja auch diesen Winkelstahl mitschneiden. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist gravierend, wie groß die Unterschiede hier sind und wie schön man mit so einer richtig guten Trennscheibe arbeiten kann. Ich kann das auch jedem nur empfehlen. Man merkt natürlich auch,
Der Privatanwender geht sehr schnell dazu über, dass er sagt, ich bin oft auch so gestrickt, ich hole mir lieber die billigen. Aber man merkt schon, wie die Unterschiede sind. Im Endeffekt sind die billigen die teuren. Quantum ist auf jeden Fall auch eine Trendscheibe. Kostet natürlich auch. Billigste Angebot, was ich gefunden habe, sind hier wirklich 3 € pro Trendscheibe. Aber man bekommt hier ein sehr gutes Ergebnis, ein sehr schnelles Ergebnis. Trendscheibe hat wirklich eine gigantische Standzeit. Die Pferd-Trendscheibe, die Klingsport-Trendscheibe und die Quantum-Trendscheibe haben alle den exakt gleichen Durchmesser. Also es ist wirklich so im 1/10 Millimeter-Bereich nichts, über das man reden müsste. Die Cubitron Trendscheiben habe ich mir extra bestellt, weil so viele Leute gesagt haben, die Trendscheibe ist wirklich eine Liga für sich. Und wenn man damit schneidet, dann merkt man das auch relativ schnell. Die Schnittgeschwindigkeit ist hier wirklich beeindruckend. Ich habe das Ganze extra 2-mal gemacht, damit ich es wirklich auch nochmal nachmessen kann, dass ich mich nicht beim ersten Mal vertan habe in irgendeiner Form. Das sind wirklich 15 Sekunden zum Vergleich, diese beiden Flachmaterialien abzuschneiden. Für die anderen haben da alle ungefähr zwischen 18 und 22 Sekunden. Also ist alles sehr, sehr vergleichbar. Die Cubitron-Scheibe schafft das problemlos in 15 Sekunden. Ich habe es 2-mal gemacht. Also die ist deutlich griffiger. Von den Schnittleistungen ist die wirklich Wahnsinn. Hat natürlich alles seinen Preis. Und man sieht das hier schon. Den zweiten Schnitt schafft die Trendscheibe natürlich auch noch problemlos. Aber da nimmt schon wirklich massiv der Durchmesser ab. Ich habe mit allen Trendscheiben immer identisch gearbeitet. Ich habe immer die gleiche Vorgehensweise. Und man sieht das hier. Der Durchmesser ist deutlich kleiner geworden und das für den Preis. Wie gesagt, UVP ist fast 6 €. Ich habe die für 4,99 € gekauft. Wenn man größere Mengen kauft, kriegt man sie noch ein bisschen günstiger. Trotzdem war ich da von der Schnittleistung beeindruckt, aber von der Standzeit sehr enttäuscht. Das heißt, man kann hier einen objektiven Vergleich ziehen von wegen zu einer Klingsbohrscheibe oder zu einer Pferdscheibe. Der Durchmesser ist hier ungefähr wie bei der X-Log Bosch-Scheibe. Man muss aber sagen, die X-Log Bosch-Scheibe, wie gesagt, habe ich für knapp 70 Cent gekauft und die habe ich für 4,99 € gekauft. Von der Schnittgeschwindigkeit bombastisch, aber von der Standzeit ist das Ganze wirklich nichts. Also bin ich nicht überzeugt. Das Thema Sicherheit ist mir auch ganz wichtig. Das heißt, ich arbeite mit so einer Trendscheibe, ich verkante die auch mal schnell. Man darf natürlich mit einer Trendscheibe nie schleifen. Ich mache es trotzdem mal, einfach mal auszuprobieren, ob die Trendscheibe gleich um die Ohren fliegt, ob es da auch Unterschiede gibt. Das ist die Maryland Trendscheibe und das hat mich wirklich entsetzt. Ich gehe hier einmal mit der Fläche rüber. Man hat es eben gesehen, die Trendscheibe fliegt auseinander. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Und das Ganze ist mir ja an den Finger geflogen. Der Finger ist komplett blau geworden. Ich habe das hier mit meinem Werkstattpflaster dann auch noch zusätzlich getaped, dass ich überhaupt in irgendeiner Form weitermachen konnte. Ich will jetzt kein Weichei oder sowas, aber trotzdem ist es Wahnsinn. Ich muss immer an den denken, der vielleicht in irgendeiner ganz bescheuerten Position arbeiten muss, ist ja oft mit einem Winkelschleifer und dann verkantet man so eine Scheibe auch mal schnell und dann darf die definitiv nicht gleich auseinanderfliegen. Das ist auch eine Sache, was mir viele Leute sagen, hat mir jemand aus der Landwirtschaft die Tage auch geschrieben, der sagt, mein Vater hat immer mit der Trendscheibe gearbeitet, die ist ihm jedes Mal um die Ohren geflogen, der nimmt die nie wieder, ist Wahnsinn. Also das darf definitiv nicht passieren. Ihr werdet das auch im weiteren Vergleich sehen. Ich habe 2 Trendscheiben, die diese Versuche nicht überlebt haben. Alle anderen Trendscheiben, die machen das problemlos. Das heißt, ich habe hier die Bosch X-Log-Scheibe. Bitte nicht nachmachen. Ich habe jetzt schon dicke Handschuhe an. Ich gehe hier 3-mal mit richtig Kraft rüber. Das heißt, und die Trendscheibe kann das problemlos ab. Genauso habe ich mir hier einen Schlitz reingetrennt in mein 3 mm Vierkantrohr und habe die Trendscheibe reingesteckt und habe sie einfach mal ein bisschen gebogen. Ungefähr 10 Grad habe ich mir da angerissen und das ist für die Trendscheibe auch kein Problem. Und wer jetzt sagt von wegen, das macht man nicht und macht man natürlich nicht, aber es passiert so oft, dass man irgendwo trennt, da muss man dann auch hinkommen, dann verkantet man sich ein bisschen, da darf keine Trennscheibe auseinanderfliegen. Bei der Bosch ist das auch überhaupt kein Problem. Die Beschichtung sieht man, ist hinterher so ein bisschen angeschliffen, mehr aber auch nicht. Und das ist so ein ganz einfacher kleiner Sicherheitstest. Das habe ich mit allen Trennscheiben gemacht und alle Trennscheiben haben das problemlos überlebt. Ich hatte nur eine andere Trennscheibe, die hat leider auch aufgegeben.
Das ist jetzt die Parkside-Trennscheibe. Mit der Parkside-Trennscheibe habe ich den gleichen Versuch gemacht, habe hier wirklich zweimal drüber geschliffen über die Kante, habe dann schon gesehen, dass sich die Ränder schon so ein bisschen zersetzt haben, habe es aber trotzdem ein drittes Mal gemacht, wollte es natürlich genauso testen wie die anderen Trennscheiben, sonst sagt jeder, vielleicht hätte es ja überlebt, und da sieht man, wie mir das Ganze eben gegens Bein geschossen ist. Also ich habe erst überlegt, ob ich es mit der Maryland-Scheibe nochmal mache und mit der Parkside-Scheibe auch nochmal mache, aber ich kann nicht so lange weitermachen, bis mich der Krankenwagen abholt. Also ich habe da zwei tierisch blaue Flecken und gerade von der ersten Trennscheibe, das an den Finger, das hat so dermaßen wehgetan. Alle anderen Trennscheiben haben diese kleinen Versuche, dreimal seitlich schleifen, einmal in das Material rein, das Ganze so ein bisschen knicken und verbiegen, also wirklich brachial. Alles, was man nie machen sollte, was aber in der Eifer des Gefechtes doch mal passiert, dass man irgendwo mal seitlich schleift oder so, haben die Trennscheiben alle wirklich problemlos überlebt. Nur die beiden Kandidaten, wie gesagt, die habe ich beide auch entsorgt. Ich werde die nicht mal verschenken in irgendeiner Form, weil es wirklich gefährlich ist. Am Ende des Tages habe ich natürlich eine Menge Dreck in meiner Werkstatt produziert, aber das war es mir wirklich wert, das mal objektiv miteinander zu vergleichen. Wenn man jetzt hier so Trennscheiben sieht wie diese Maryland, das kann man wirklich nicht empfehlen. Ich weiß nicht, warum so viele Leute sagen, dass die Trennscheibe so gut ist. Sicherlich ist sie billig, aber da kriegt man ganz andere Modelle. Genauso die Parkside-Trennscheibe finde ich alles andere als gut. Also da haben sie bestimmt noch Luft nach oben. Ich denke mal, da kommt bestimmt mal ein neues Modell. Die Bosch und die Tyrolit kann man durchaus benutzen. Aber wenn man hier sieht, das sind so meine drei Favoriten. Die Klingspor, die Pferdscheibe und die Nordenscheibe. Ist natürlich preislich dann auch so eine Abstufung. Da sagt man, da ist die Klingspor-Scheibe noch am günstigsten. Pferd ist so leicht da drüber. Norden wird dann noch mal ein bisschen teurer. Da gibt man natürlich einen Euro mehr aus. Dafür hat man Sicherheit. Dafür hat man ein geniales Schnittergebnis. Dafür hat man aber auch eine viel größere Standzeit. Und dadurch relativiert sich natürlich häufig der Preis, muss man ganz klar sagen. Ich hoffe, das war interessant. Ich hoffe, das ist interessant für euch. Ihr könnt mir natürlich immer gerne in die Kommentare schreiben, was eure Favoriten sind. Da kann auch jeder seine eigene Meinung haben. Ich habe versucht, das Ganze objektiv zu testen, ohne dass das irgendein Hersteller finanziert. Ich habe bei verschiedenen Herstellern angefragt. Manche haben sich gemeldet, haben mir ein paar Trennscheiben zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel Norton hat mir Trennscheiben geschickt und Klingspor hat mir auch ein paar geschickt. Aber das hat mein Ergebnis hier nicht irgendwo beeinflusst. Man sieht von wegen, das ist alles nachvollziehbar. Das kann jeder nachmachen. Ich bin mir sicher, jeder wird auf ein ähnliches Ergebnis kommen. Scheiben, die sich zersetzen, ist wirklich extrem gefährlich. Und ich habe das schon lange nicht mehr gehabt. Und dass mir da Scheiben wirklich um die Ohren geflogen sind, es tut sowas von weh. Das sind so Geschosse, die einschlagen. Trotz Handschuhen hat man da massive Schmerzen. Ich habe das Ganze hier mit meiner neuen Schutzausrüstung gemacht. Das ist ein Frischlufthelm. Damit hat man, oder ein Frischluftvisier. Damit hat man permanent frische Luft. Ich habe hier geschliffen wie ein Weltmeister. Das macht natürlich eine Menge Dreck. Ist absolut genial, wenn man das mit Frischluft macht. Werde ich die Tage auch auf meinem Kanal vorstellen. Kann ich hier unter gerne schon mal verlinken. Ansonsten der große Trennscheibentest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant. Ansonsten viel Spaß beim Schweißen und natürlich beim Schleifen. Und immer vorsichtig sein, nicht am falschen Ende sparen. Euer Manni.